Wie sieht die Matrix der Menschen aus, die Adrenochrom herstellen? Adrenochrom wird ja von Kindern gewonnen. Und in dem Zusammenhang passiert ja mit diesen Kindern noch viel mehr. Mit diesen Kindern passiert zum Beispiel, dass sie zu Ritualen dazugezogen werden, in Ritualen Bestandteil sind, Hauptbestandteil, und auch gegessen werden. Hartes Thema, das noch heute. Sehr hartes Thema, und deswegen habe ich auch gerade geschluckt und auch versucht, die richtigen Worte zu finden, weil es ein Thema ist, das kann schwerer und härter, wenn ich es mal so sagen darf, eigentlich nicht sein. Aber nichtsdestotrotz ist es die Realität, dass es Menschen gibt, die Kinder zu diesem Zweck, ich sage es mal ganz einfach und grob, benutzen. Wie sieht denn die Matrix aus von diesen Menschen, die sowas Widerwärtiges und Abscheuliches tun? Für diese Menschen ist es nicht widerwärtig und abscheulich. Die Matrix dieser Menschen, das hat mich selbst sehr verblüfft, sieht ähnlich aus wie die Matrix von Gottes Liebe. Ich weiß, das, was ich jetzt sage, hört sich sehr, sehr hart an, aber genau das ist der Trick der Negativität. Die Menschen, die das machen, die haben kein Zorn, Wut, sondern die denken, dass sie wirklich empfinden eine Liebe. Und deshalb machen sie das. Und deshalb sind sie, denken sie, sie sind so in der vollkommenen Liebe, wenn sie das tun. Und sie empfinden es wirklich auch. Und das ist diese Problematik in dieser Sache. Deswegen wollen die das immer mehr haben. Wenn du zum Beispiel verliebt bist, dann möchtest du mit dieser Person zusammen sein, weil du dich gut fühlst. Weil da einfach was in deinem Körper passiert, wo du dann immer wieder möchtest. Und bei diesen Leuten ist die Matrix da sehr, sehr ähnlich, aber natürlich sehr ähnlich. Und deshalb machen sie es. Und deshalb machen sie es auch ohne schlechte Gewissen. Und da ist es wichtig, dass wir diese Matrix von Gottes Liebe, dass wir die noch mehr erleuchten lassen. Und wenn diese Menschen mal wirklich die Matrix der Gottesliebe beziehungsweise Gottes Liebe wirklich spüren, dann und nur dann merken sie den Unterschied. Also ist das jetzt unsere Aufgabe von den Engeln, dass die jetzt diese Matrix leuchten lassen, dass die Menschen lernen, den Unterschied zu erkennen. Nur so haben wir die Möglichkeit, dass die damit aufhören. Nur so. Und jetzt verstehe ich persönlich auch, warum dass diese Menschen das machen wollen und auch leben wollen, weil sie einfach so empfinden. Eine Weil Art und Weise der Liebe empfinden, von der Negativität quasi vorgegaukelt. ja. Also ich hatte, also wie ich das gestern gesehen habe, habe ich auch gedacht, das kann doch gar nicht sein. Ich habe richtig die Matrix gesehen, die Schwingung gesehen und auch sogar kurz gefühlt. Aber es ist tatsächlich so. Also muss da unsere Aufgabe drin sein, diese Ursprungsmatrix so leuchten zu lassen, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, auch das Wirkliche zu fühlen. Und das passiert jetzt. Und die Menschen, die wirklich in dieser Energie sind, die können das durch ihre eigene Liebe, durch ihre eigene Stärke auch schicken. Denn die anderen Menschen, die kennen es nicht anders. Da kann man gar kein, obwohl das es wirklich unvorstellbar schlimm ist. Aber die können nicht anders da. Und wenn ihr da einen Zorn schickt, dann potenziert sich diese Matrix noch einmal, wo sie denken, das ist es. Also wirklich die eigene Liebe, Fürsorge potenziere und dann können wir da was verändern. Diese Menschen, die das tun, sind das überhaupt Menschen? Teilweise schon, ja, ich weiß, auf was das du hinaus möchtest, aber zwei Drittel sind es.
ich sage jetzt mal Anführungszeichen, normale Menschen, die einfach falsch justiert sind, wie ein Computerprogramm, wo programmiert ist 2 plus 2 ist 5. Da wird immer wieder 2 plus 2 ist 5 rausspucken. Wenn man aber den Computer neu richtig einstellen, dann ist 2 und 2 4. Ja, und die merken einfach nicht den Unterschied. Und deshalb ist es so wichtig, dass die wirklich in der Liebe drin sind, dass die wirklich mit Gott verbunden sind und nicht aus dem Ego, sondern wirklich, dass die das verstärken. Und somit potenziert sich die Energie. Gottes Liebe ist sehr hochschwingend, es hat eine ganz hohe Potenz. Und wenn die Menschen in die Liebe reingehen, in die wahrhaftige Liebe, dann ist es auch wieder eine ähnliche Frequenz wie die anderen Menschen, die das tun. Und somit kann die dann rüberschwappen. Ja, aber Gottes Liebe hat so eine hohe Frequenz, dass das gar nicht richtig, dass die das gar nicht erfassen können. Deshalb sind die Menschen gefragt, da in die Liebe reinzugehen. Denn ich sehe leider, dass die, obwohl jetzt vieles gemacht worden ist, dass diese Menschen nicht mehr so einfach das machen können und diese Rituale, dass die wieder Neues planen, weil sie einfach das in Liebe sehen, weil sie gar nicht an diese Frequenz kommen können. Also Aufforderung an alle Menschen, die wirklich in der Liebe sind. Geht mit euch liebevoll um, geht mit euren Mitmenschen liebevoll um und kein Hass, keine Wut, obwohl das es menschlich und verständlich ist, aber trotzdem keine Wut dahin schicke, sondern einfach die Liebe. Und die Liebe löscht alles. Die wahrhaftige Liebe löscht jede negative Matrix, löscht jede Bewusstsein, was nicht identisch ist mit der wahrhaftigen Wahrheit und Liebe. Also geht in die wirkliche Liebe.